alle Lügen, die Dara verbreitet. Ich gehe davon aus, dass er komplett weiß, dass das Lügen sind. Ich gehe davon aus, dass er das aus politischer Strategie tut, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Was man ja dann hätte damit bezahlen können. Also es ist ja nicht so, dass dort irgendwie sowas eingerichtet wird, ohne die Alternative. Also, ne, sie fährt da voll dieses Narrativ, die sind halt alles Vollidioten. Die kommen halt, die würfeln halt einfach ihre politischen Positionen aus und haben halt gar kein Konzept. Und das ist eine Art und Weise, weil wie gesagt, ich bin auch nicht kein Grüner. Ne? So, ich bin in der Partei Die Linke. So, und gerade die Linken sollten daran interessiert sein, was die Wahrheit ist. Und wenn sie die Grünen kritisieren, dann auch bitte konstruktiv mit der Wahrheit. Ja, die Grünen betreiben gerade eine Deindustrialisierung in Deutschland. Die Produktion der energieintensiven Industrie ist aktuell 20% unter der vom Vorkriegsniveau. Im Herbst 2022 sah es, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm aus, aber da war sie schon gut auf dem Weg und angesichts der damals schon explodierenden Energiepreise war das auch abzusehen. Dass die energieintensive Industrie abwandert, genauso wie Wagenknecht es gesagt hat, das ist die Wahrheit. Wenn man das als Verschwörungstheorie bezeichnet oder als Lüge, dann lügt man selbst. Dann leugnet man die Wahrheit. Das ist ja der ganze Punkt. Wahrheit und nicht eben mit diesem billigen Populismus, der nur dazu dienen soll, dass Menschen misstrauisch werden gegenüber der Regierung, gegenüber der Demokratie an sich und damit die ganzen Leute zu den Rechten rennen. Oder sich halt ein E-Auto zu kaufen. Und wenn die Heizkosten über den Kopf wachsen, dann also, sorry, Ziver da im Chat, ich glaube, dass Dara genau weiß, dass das Lügen sind. Wenn er anderen Leuten unterstellt, sie hätten etwas gesagt, was sie niemals gesagt haben. Und er dann auch, nachdem man ihn korrigiert, komplett Korrekturen abblockt, dann weiß er ja, dass das gelogen ist. Er denkt sich einfach Lügen über andere Leute aus, um sie zu diskreditieren. Und er hat sich dann verhoben bei KuchenTV, aber das hat er nicht aus Dummheit gemacht, sondern er hat sich verzockt. Er hat einem zu Großen angegriffen und er hat sich zu offensichtlich lächerlich gemacht. Aber bei anderen kleineren Creatern wie bei einem Erwin, da kann man es ja machen. Also, ihr seht ja, wie er auf Twitch agiert. Ich meine, die ganzen hier im Twitch-Chat, die sind ja auch in anderen Twitch-Chats manchmal unterwegs. Also, ihr wisst ja, wie Dara agiert. Der macht das schon absichtlich. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass dem so ist. Eine Wärmepumpe installiert. Also frei nach dem Motto der einstigen französischen Königin Marie Antoinette. Was beschweren sich die Leute, dass das Brot so teuer wird? Dann sollen sie doch Kuchen essen. Hat sie übrigens nie gesagt. Wurde ihr angedichtet. Dann begann der Ukraine-Krieg. Und auf ihn folgten die vor allem von den Grünen vom ersten Tag an mit größter Begeisterung unterstützten Sanktionen gegen Russland, die Preise für Gas, Strom, Sprit und Heizöl dann so richtig zum Explodieren brachten. Der Präsident der deutschen Industrie- und Handelskammer warnt mittlerweile, dass, wenn die Energiepreise nicht sinken, in spätestens 6 Monaten zehntausende Betriebe in Deutschland unwiederbringlich die Lichter ausgehen werden. Ja, und das gilt ausdrücklich auch, wenn die derzeit... Was wir dann gesehen haben, googelt den Produktionsindex der energieintensiven Industriezweige. 20% die Produktion unter der von vor Kriegsbeginn. Das sehen wir aktuell in Deutschland. Also diese Prognosen, die erweisen sich jetzt wahr. Unsere Wirtschaft stürzt ab und gerade die energieintensive Industrie wandert dauerhaft ab. Derzeitigen Pläne der Expertenkommission zur Gaspreisbremse umgesetzt. Ja, aber es werden ja Maßnahmen ergriffen von den Grünen. Das hat sie ja gerade sogar gezeigt. Wenn die Grünen eine Maßnahme ergreifen, beziehungsweise die Bundesregierung, gegen die Deindustrialisierung von Deutschland, dann ist das... Wie gesagt, also ich sage jetzt nicht, dass Dara ein politisches Genie ist, aber auch diese Diffamierung von Skouros. Skouros galt in dieser Walken-Blase ja als die Verleumdung, die du da gerade in den Chat geschrieben hast. Also das, und da dachte Dara, Mensch, jetzt kann ich Skouros auch so verleumden, ich kann hier versuchen, diesen Meinungskampf durch diese Diffamierung zu gewinnen. Skouros weit mehr Reichweite hat und dass Skouros sich davon nicht einschüchtern lässt. Also da hat er sich verzockt, aber er hat das nicht getan, weil er nicht darüber nachgedacht hat, sondern weil er eine Fehlkalkulation begangen hat. Er kalkuliert das schon durch, was er macht. Aber ist die RTL2, hey, nichts gegen Machiavelli, der war ein wichtiger politischer Theoretiker. Das ist wieder falsch, weil, guck mal, die Grünen, die verraten ihre Werte, weil die setzen auf Gas- und Ölimporte und sowas. Ne? Und dann heißt es halt immer, die Grünen sind so ideologisch, gleichzeitig. Aber in Wirklichkeit sind sie gerade total pragmatisch. Aber wenn sie pragmatisch sind, dann guck mal, was... So, sorry, Machiavelli. Ich weiß nicht, ob ihr Il Principe kennt, aber der spricht sich da schon für die Einhaltung moralischer Werte aus. Und der spricht sich da übrigens auch dafür aus, dass man das gemeine Volk nicht zu sehr belasten solle, da das gemeine Volk eben nur ein Interesse daran habe, nicht von den hohen Herren unterdrückt zu werden. Die hohen Herren aber ein Interesse daran hätten, das allgemeine Volk zu unterdrücken. Deswegen solle man sich beim Volk als Herrscher beliebt machen. Das ist ja etwas, wogegen Dara sich hier ausspricht. Also er gibt die Empfehlung für eine absolut
antimachiavellistisch eine elitistische Politik. Also Machiavelli hat sich ja in gewisser Weise schon für eine populare, eine populistische, nennt es wie ihr wollt, Politik ausgesprochen, die eben die Interessen des Volkes auch mit einbezieht. Also Machiavelli hat ja geschrieben, dass der gute Wille des Volkes eher beschützt als eine gut ausgebaute Stadtmauer beziehungsweise eine gut ausgebaute Festung. Also das war ja bei Machiavelli schon auch drin. Was für Heuchler. Diese Wokisten operieren ja wirklich gegen die Interessen von 90% der Bevölkerung. Also diese Sanktionen, die machen ja Strom, Gas, Heizen, alles machen sie teurer. Kann man doch jetzt nicht, oder Habecks bescheuertes Heizungsgesetz. Da ist übrigens auch ein Artikel in den Nachdenkseiten, der das mal aus machiavellistischer Perspektive beleuchtet und zeigt, dass Habecks Kalkulation beim Heizungsgesetz tatsächlich selbst aus rein machtpolitischer Perspektive gar nicht mal so schlau war. Werden, weil sie für viele Unternehmen die Teuerung kaum abfedern. In immer mehr Firmenzentralen wird auch über Betriebsverlagerungen nachgedacht, was freilich nur für die Größeren eine Lösung ist und ausschließlich die Aktionäre und nicht die Beschäftigten rettet. Eine couragierte Bäckerin, die um das Überleben ihrer Bäckerei kämpft, ein Familienbetrieb, den schon der Urgroßvater aufgebaut hat, die hat mit mir vor kurzem gesprochen und sie hat mir anhand ganz konkreter Zahlen, gut, dass sie sachlich bleibt, erläutert, warum es auch bei Umsetzung der derzeit geplanten Gaspreisbremse bald keinen einzigen unabhängigen Bäcker in Deutschland mehr geben wird. Weil der Gaspreis sich für sie sage und schreibe verzehnfacht hat. Winnie hat schon den Artikel gefunden. Vielen Dank, Günni. Also ihr müsst wahrscheinlich nur Machiavelli, Habeck, Nachdenkseiten eingeben, dann werdet ihr den auf einer Suchmaschine wahrscheinlich auch finden. Und ein Brot in Zukunft 8 € kosten müsste, um die Mehrkosten aufgrund der Preissteigerung von Gas, von Strom, von Mehl wieder reinzuholen. 8 €. Ja, Brote für 8 €. Die kann man wahrscheinlich noch nicht mal in den hippen Trendvierteln verkaufen, wo unsere lieben Grünen wählen. Aber im Rest des Landes sowieso nicht, weil sich die normalen Leute sowas schlicht nicht leisten könnten. Und auch, wenn das hausgemachte Brot der unabhängigen Bäcker 10-mal so gut schmeckt wie die industriell hergestellten Standardmischungen. Trotzdem hätten diese Bäcker keine Chance. Und die Bäckerin hat übrigens versucht, viele Politiker auf ihre verzweifelte Situation hinzuweisen. Und er war deshalb auch im Wirtschaftsministerium, wo sie zwar nicht Habeck selbst, aber immerhin einen Staatssekretär von ihm zu sprechen bekam. Und wisst ihr, was der ihr als Lösung für ihre Probleme empfohlen hat? Sie soll doch ein Solardach auf ihre Bäckerei setzen, dann wäre das alles doch gar nicht mehr so schlimm. Ja klar, und wenn die Sonne nicht scheint, dann gibt's halt kein Brot, ganz abgesehen davon, dass die Frau nicht ansatzweise ein so großes Dach hat, das müsste nämlich dann riesig sein, dass man selbst bei schönstem Sommerwetter damit einen Backofen betreiben könnte. Aber genau das sind die Grünen. Abgehoben, selbstgefällig, inkompetent und völlig unbekümmert, ob des Desasters, das sie in unserem Land anrichten. Das Ding ist halt, das läuft halt alles immer darauf hinaus. Sie möchte einfach, dass wir uns Putin unterwerfen. Das ist ja das, was sie am Ende da vorschlägt. Ne? So, wenn wir uns Putin unterwerfen würden, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Wir sollten nicht vergessen, es war Habeck. Sie möchte einfach, dass wir uns Putin unterwerfen. Das ist ja das, was sie am Ende da vorschlägt. Ne, also wenn wir uns Putin unterwerfen würden, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Wir sollten nicht. Hört zu, wie abgedreht das ist. Ganz normalen Handel mit Russland zu betreiben, heißt sich Putin zu unterwerfen. Ich nehme mal an, wenn wir Getreide aus Frankreich importieren, dann unterwerfen wir uns Macron. Oder wenn wir, keine Ahnung, Fisch aus Großbritannien importieren, dann unterwerfen wir uns Rishi Sunak. Also wenn man das mal auf andere Länder überträgt, da merkt man schon, wie komplett abseits von allem Vernünftigen das ist. Wir unterwerfen uns lieber den Amis. Ja, aber den unterwerfen wir uns tatsächlich. Von denen haben wir nämlich Militärbasen auf unserem Staatsgebiet, über die wir nicht frei verfügen dürfen. Für die führen, also denen helfen wir bei ihren weltweiten Drohnenmorden. Für die haben wir Atomwaffen hier stationiert. Deren Digitalkonzerne kontrollieren komplett unsere digitale Infrastruktur. Also denen sind wir tatsächlich unterworfen. In jedweder Hinsicht. Für die führen wir auch, also für die weltweite amerikanische Hegemonie führen wir auch gerade einen brutalen Wirtschaftskrieg, der uns deindustrialisiert. Das sind ja alles Tatsachen. Aber wenn wir mit Russland ganz normal Handel treiben, dann unterwerfen wir uns Putin. Also, ja, man möchte sich eigentlich die ganze Zeit an den Kopf fassen, wenn auf Dara reagiert.